Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die nächste FC Energie Cottbus Karrieremodus-Episode am Start. Heute natürlich mit dem Topspiel gegen Leipzig, was wir, ob wir es selber spielen sollen, werden wir dementsprechend auch tun. Es könnte, wie gesagt, schon meisterschaftsentscheidend oder auf jeden Fall wegweisend sein. Danach sind es ja nur noch 5 Spiele zu spielen. Wir hätten mit einem Sieg vor Leipzig 8 Punkte Vorsprung. Vor Bayern dann, wenn wir gewinnen sollten und Bayern auch gewinnen sollte, 5 immer noch. Also es wäre schon nicht schlecht. Wir hätten schon eine gute Ausgangsposition. By the way, ist mir aufgefallen, wir haben noch 9 Millionen. Und ja, die sind im Prinzip wasted, wenn wir nichts mehr mit denen machen. Und ich habe überlegt, beide Scouts in dieser Saison noch auszutauschen, und zwar für jeweils 2x5 Sterne. Lohnt sich vielleicht nicht mal so zwingend, aber ich hoffe dadurch, dass wir bessere Talente bekommen. Ich warte jetzt noch bis zum 8. ab, da müsste eigentlich der nächste Scouting-Bericht aus dem, ich glaube, Spanischen da sein. Und dann holen wir, wobei ich könnte den einen jetzt schon mal raushauen. Er hat zwar auch 5 Sterne und 4 Sterne, ja, der muss eh erstmal, bei dem warten wie gesagt noch, aber dann sind locker 8 Millionen, die beiden zusammen kosten würden, also wir könnten es uns auf jeden Fall leisten und ja, dann hätten wir das schon mal sinnvoll genutzt, weil die Kohle würden wir sonst eh verlieren, so, das wäre halt sinnlos und dann machen wir das so. Ansonsten seht ihr im Hintergrund, wir gehen rein in das Spiel gegen Leipzig, ich mache die 11 nochmal startklar, wobei das glaube ich eigentlich schon passen müsste, aber ich gucke nochmal rüber und dann gehen wir rein ins Spiel. Das Spiel der Spiele im Moment am Spieltag 29, FC Energie Cottbus gegen RB Leipzig im Stadion der Freundschaft am 29. Spieltag, wie gesagt, und Erster gegen Zweiter. Es könnte schon meisterschaftsweisend sein, die Leipziger mit einer Niederlage vielleicht schon aus dem Titelrennen verabschiedet und die Cottbusser dem Titel einen Schritt näher. Bayern sitzt beiden allerdings noch im Nacken, punktgleich mit eben RB Leipzig und 5 Punkte hinter den FC Energie Cottbus im Moment. Es heißt, eine sehr spannende und enge Partie zu werden. Auf jeden Fall, wie gesagt, was die Tabellensituation angeht. Im Direktvergleich heißt es ja nicht immer, dass es so eng sein wird. Mal hat eine Mannschaft einen guten Tag, mal die andere. Und mal geht es dann dementsprechend auch aus. Im Tor bei den Cottbusern natürlich Pucciarelli, davor Hakimi, Bahia, Mai und Rüg in der Viererkette. Auf der 6 Tonali, auf der 8 Özcan und auf der 10 Brahim Diaz. Auf den Flügeln Sancho und Emre Mor und vorne drin Jan Fiete Arp. Auf der Bank des weiteren Pellegrini, Malambi, Cartier, Meyer, Bergmann, Oxford und Schwarze. Ah, by the way, mit einer sehr krassen Quote in 11 Ligaspielen, die er diese Saison absolviert hat. 9 Tore. Ist schon heftig, allerdings reichen halt die paar Spiele nicht aus, um sich vorne festzusetzen bei der Torschützenliste. Bei den Leipzigern im Tor Mvogo, davor Baba, Christensen, Gnagnon und Gomez, Linetti und Junquera auf der Doppel 6 oder 8, Krovinovic und Bruma, davor wiederum auf den Flügeln und Silva und Jovic vorne in der Spitze. Auf der Bank Müller, Orban, Didi Hu, Vietto, Jetlin, Forsberg und Krüger. Auch eine nicht wirklich schwache Elf, muss man sagen. Sehr viele junge Talente und auch erfahrene, starke Spieler mit am Start. Es verheißt, wie gesagt, eine interessante Partie zu werden. Und wir gehen direkt rein. Und starker Ball in den Lauf von Jadon Sancho. Früh in der Partie mit der ersten Möglichkeit. Jadon Sancho sieht hinter Emre Mor. War halt eh eine schlechte Situation für ihn, um selber zu schießen. Deswegen habe ich versucht, den Ball nochmal irgendwie rüber zu kriegen. Jetzt mit Rüg wieder mal gefährlich in Strafraumnähe. Rüg! Diaz und Arp laufen sich da aber gegenseitig in die Beine und dadurch fällt Arp hin, kann den Ball nicht verarbeiten, der eigentlich sehr gut in seine Richtung kam. Jetzt wieder die Möglichkeit, hier schnell nach vorne zu spielen, über Arp, Diaz, Arp wieder am Ball und Arp kommt leider nicht zum Abschluss. Und was für ein Tor der Leipziger, kurze Ecke bzw. Ecke auf den kurzen Pfosten in dem Fall. Und da steigt, ich glaube, Silva müsste es gewesen sein, zum Fallrückzieher hoch, André Silva, und versenkt den Ball im Tor. Keine Chance zu Pucciarelli, der darf da einfach nicht so frei zum Abschluss kommen. Und ja, er macht es dann halt einfach stark, muss man sagen. Er macht es einfach stark und verwandelt das Ding ins kurze Eck, mehr oder weniger auch. Ja, geht sogar, glaube ich, noch an den Innenpfosten und versenkt den dann im Tor. Keine Chance für, wie gesagt, Pucciarelli an der Stelle. Ist sogar noch dran, aber kann ihn nicht mehr entscheidend ablenken. Und somit passiert er bei der Linie zum ersten Mal in diesem Spiel. André Silva bringt die Leipziger in Cottbus in Führung. Und da ist die zweite Möglichkeit der Leipziger. Rü kann den Ball nicht klären.
lässt ihn vom Fuß abspringen und der Ball landet genau bei André Silva. Und der, eiskalt wie er ist, das hat er auch schon beim ersten Tor gezeigt, hat er keine Probleme, den Ball im Tor zu versenken und Pucchiarelli erneut keine Chance zu lassen. Der Ball eigentlich mega schlecht gespielt, muss man sagen, vom Leipziger Mittelfeldspieler, aber Rü kann den Ball nicht vernünftig mitnehmen. Silva kommt ran und lässt, wie gesagt, dem Italiener ein Tor, der Cottbusser keine Chance. 2:0 mit zwei Möglichkeiten kommen die Leipziger hier zu zwei Toren und ja, bringen die Cottbusser arg in Verlegenheit. Und da ist die Riesenmöglichkeit für Jadon Sancho. Aber dessen Schuss wird leider noch abgeblockt. Hier sieht man nochmal die Statistik von André Silva. 100%ige Erfolgsquote heute in diesem Spiel. 2 Torschüsse, 2 Tore. Wir kriegen jetzt hier die Möglichkeit, über eine Ecke mal den Ball nochmal gefährlich vors Tor zu bringen. Haben wir ja bis jetzt ein bisschen verpeilt, muss man sagen. Also wir waren ja schon ein, zwei Mal gefährlich vorne am Start, aber konnten bis jetzt noch nicht wirklich aufs Tor schießen, muss man sagen. Haben wir irgendwie nicht hinbekommen. Jetzt vielleicht mal über eine Ecke. Aber da setzen wir uns leider nicht durch und jetzt müssen wir natürlich vorm Konter aufpassen. Es ist wieder André Silva, ist im Moment aber alleine auf dem Weg, aber Tonali holt sich den Ball. Und jetzt der Ball auf Emre Mor, in den Lauf von Emre Mor. Emre Mor! Ah, scheitert am Keeper Mvogo. War auch echt kein guter Schuss, der war leider genau auf den Mann geschossen. Ich habe ihn eigentlich aufs kurze Eck gezielt. In der Hoffnung, dass er den irgendwie reinbringt. Vielleicht hätte ich ihn mit Finesse aufs lange Eck zielen sollen. Schade. Ja, bitter, dass wir die Möglichkeit jetzt liegen lassen. Das war der erste gefährliche Torschuss von uns in der Partie. Und die dritte gefährliche Chance generell mit Anlauf aufs Tor in dem Sinne. Ja, normale sind wir halt nicht zum Abschluss gekommen bei hier. Setzt sich da leider nicht durch. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen vor dem Konter. Jetzt ist da der Doppelpass gelungen für Silva. Und ich glaube, Lenetti war das. Hab gerade nicht so genau drauf achten können. Jetzt hier der Pass auf Krovinovic. Und der kriegt den Ball wieder zu André Silva. Dessen Flanke wird von Bahia allerdings so abgefälscht, dass der vor Pucchiarelli keine Probleme mehr darstellt. Und vielleicht kriegen wir ja vor der Halbzeit noch einmal die Möglichkeit, irgendwie den Ball nach vorne zu bekommen. Jetzt über Özcan, der läuft gut. Ist allerdings K.O., deswegen müssen wir ihn weitergeben auf Diaz. Der kommt nochmal ran und der sieht, dass Sancho gelaufen ist, kriegt den Ball allerdings nicht dahin. Jetzt nochmal Diaz, Diaz auf Mor, der auf Ahab, aber leider nicht gut genug. Schade. Ja, dritte Chance, drittes Tor. Flanke in die Mitte, die kommt ran zum Krovinovic, heißt sehr gute Herr. Ja, und der steht frei im 5-Meter-Raum gefühlt und macht das Ding dann rein. Keine Chance, Pucchiarelli mal wieder. Dritte Chance, wie gesagt, drittes Tor gefühlt. Ja, die sind halt eiskalt und wir kriegen das Ding vorne nicht rein und damit liegen wir 3:0 hinten und wir machen die Meisterschaft damit nochmal spannend. Und Jan Fiete ab und dann so, also sorry Leute, aber den bringt er ja nicht mal aufs Tor. Ab hat, glaube ich, 99 Abschluss oder so. Weiß nicht, hat er 3 Sterne Weakfoot nur, aber trotzdem, den kann man wenigstens aufs Tor bringen, Alter. Ja, ja, dann kannst du hier halt auch keinen Stich holen, wenn du so eine Dinger nicht mal aufs Tor bringst. Und Jadon Sancho mit der Möglichkeit, aber Mvogo bekommt die Beine noch zusammen und kann den Ball abwehren. Nächste Riesenmöglichkeit und wieder mal kein Tor. Und wieder der Ball gut durch auf Jan Fiete ab, aber der bringt den Ball nicht im Tor unter, ich fasse es nicht. Mvogo mit der nächsten Parade, Leute, es macht keinen Spaß gerade. Ich krieg das Ding nicht ins Tor, was soll ich denn noch machen? Ey, ich raste aus, das war wieder eine schöne Möglichkeit, wieder hält Mvogo und wahrscheinlich kriegen die jetzt die Flanke irgendwie in die Mitte. Nein, Bahia kriegt den Ball und dann wäre es wahrscheinlich das 4:0 geworden beim nächsten Torschuss hier. Jetzt der Ball gut durch auf Diaz, aber der kriegt den Ball leider nicht gut genug mitgenommen, beziehungsweise er ist einfach nicht so schnell, um sich da auch noch gegen den Gegenspieler so durchzusetzen. Und ja, ich glaube, ich werde nochmal auswechseln müssen. Was heißt nochmal? Ich werde jetzt zum ersten Mal auswechseln müssen in dieser Partie. Stark von Emre Mor, by the way. Stark von Emre Mor. Emre Mor! Ja, es macht halt keinen Sinn. Was soll ich machen? Was ist das für ein Schuss? Was zur Hölle ist das für ein Schuss? Er ist Linksfuß. Er ist Linksfuß. Und bringt das Ding nicht mal aufs Tor wieder. Ey, ich könnte kotzen, Mann. Triple-Wechsel auf unserer Seite. Pellegrini, Meier und Malambi kommen für Mor, Özcan und Diaz. Wir stellen um auf 4-2-4. Letzter Versuch, hier nochmal irgendwie was mitzunehmen aus dem Spiel. Ja. Ja, was soll ich sonst anderes machen?
Ja, vierte Chance, viertes Tor, Leute. Herzlichen Glückwunsch. Wir kriegen hierbei nicht abgewehrt. Ich wusste, dass der Pass da hinkommt. Ich versuche da noch durchzulaufen, komme nicht mehr ran. Er kommt zum Abschluss. Ja, Tor. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist wahrscheinlich auch irgendein Regen oder sowas. Keine Ahnung, Jugendspieler. Da ich laufe mit Bahia noch den Weg zu, kriegt er aber nicht mehr den letzten Meter dahin. Und dann ist es der vierte Torschuss und das vierte Tor. Und wir halten auch mal ein Ding. Es sind auch 10 Schüsse insgesamt, aber es sind halt gefühlt nur 400%ige Chancen gewesen. Das war jetzt eben eine fünfte, eine schöne Flanke, aber auch gut gehalten von Pucciarelli. Und ja, die machen halt 4 Tore. Wir haben aber auch 7 Schüsse allein gehabt und machen nicht ein Tor. Was ich was jetzt aber auch zum Teil, finde ich, nicht unbedingt an mir liegt. Was soll ich noch machen, wenn ein Emre Mor dann den Ball in der einen Situation nicht in Ansatz aufs Tor bringt, obwohl ich ihn mit dem starken Fuß schieße, abschießt ihn zweimal in die Arme von einem Voge, beziehungsweise einmal, ja, und dann sowas, stark, starker Ball, ja, Tor, 5-0, geil, ja, was soll ich da machen? Ich spiele einen Pass, der stärker ist als ein Millimeter-Dings, was denn da rauskommt, wenn ihr versteht, wie ich meine. Es ist einfach lächerlich. Es läuft gerade gar nicht zusammen. Wir kriegen 5-0 hier aufs Maul, obwohl wir auf Augenhöhe, was die Chancenerarbeitung und so weiter und so fort angeht, mitspielen. Und das Ding ist ein lächerlicher Pass von Rüg. Ich verstehe nicht, warum er den so spielt. Ich drücke deutlich doller auf die scheiß Taste als so ein fucking Mini-Pass. Und der Ball, ja, ihr seht's, ne? Schönes Ding, 5-0, stark. Einfach nur stark. Und der Ball für Malambi und natürlich hält ihn Mvogo, was auch sonst, er hält ihn natürlich. Ja, klar, nächste 100%ige, die Mvogo hält. Wir haben sogar mehr Ballbesitz. Wie oft kommt das bitte vor gegen den CPU, dass wir mehr Ballbesitz haben, Alter? Und wir kriegen kein Ding da vorne rein. Ich verstehe es nicht. Woran liegt's? Ich verstehe es einfach nicht. Mvogo hält alles. Und wenn nicht, dann schießen halt unsere Spieler mit Absicht gefühlt vorbei. Was soll ich da noch tun? Das war, finde ich, gut rausgespielt und der Abschluss war jetzt auch nicht schlecht. Jetzt macht er da Zeitspiel oder was und er verwandelt das Ding halt einfach nicht im Tor. Komm, laufe ab. Ja, den kriegt er nicht. Schade, war ein bisschen zu doll gespielt. Aber ich verstehe es einfach nicht. Was soll ich denn noch machen, Alter? Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir zu hoch und dann verlieren wir so ein entscheidendes Spiel zum Teil. Also wir hätten damit alles entscheiden können gefühlt. Nicht alles, aber viel. Ja, ich meine, es ist ja jetzt noch nichts verloren, wir sind immer noch Erster nach diesem Spiel, aber dadurch könnten Bayern und Leipzig wird zu 100% auf 2 Punkte ranrücken. Stark von Pellegri, verliert dann aber doch noch den Ball, war halt gegen 2 alleine da. Und wir kriegen, ja, wir kommen nicht in den Zweikampf rein. Ja, es ist halt einfach bitter, jetzt kommt wahrscheinlich das nächste Tor. Klar, Alter, 6 Torschüsse und 6 Tore geführt, Mann. Es ist so lächerlich. Bei denen ist jedes Ding drin, Alter. Jeder Schuss ist im Tor. Ich hab auch... Ich mach 3 Kreuze, wenn dieses Spiel hier vorbei ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ihr seht's. Ich spiele doch nicht schlecht. Ich spiele nach vorne nicht schlecht. Klar, der eine Pass mit Rüg war bitter. Das andere Ding mit Rüg, dafür kann ich nichts, dass der den so komisch da abprallen lässt. Was soll ich denn noch machen? Ich meine, ist ja nicht so, dass ich hier absolut untergehen würde, spielerisch. Die machen halt einfach die Tore, die bei mir nicht reingehen. Warum auch immer die bei mir nicht reingehen, ist die andere Frage. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sag's zum 100. Mal jetzt in dieser Folge auch schon. Es ist mir zu hoch einfach. Es ist mir zu hoch. Ab kann sich leider nicht durchsetzen. Schade, schöne Ecke von Sancho an der Stelle mal. Aber ja, bringt ja alles nichts im Endeffekt. Bringt ja alles nichts. Ja, er trifft den Kopfball halt leider nicht. Schöne Parade von Pucciarelli an der Stelle. Und wir kriegen sogar noch einen Abschluss raus. Und das Spiel ist dann auch so gut wie vorbei. Wir verlieren zu Hause 6-0 gegen RB Leipzig. Kann man mal machen auf jeden Fall. Mit weiß ich nicht wie viele Chancen auf unserer Seite auch. Jetzt der Ballversuch nochmal in die Mitte. Pellegrini bewegt sich halt auch nicht hin. Juckt ihn halt einfach nicht. Versuchen nochmal den Ball in die Mitte zu flanken. Malambi setzt sich durch. Wow. Wir kriegen noch das 1-6 hin, Leute. Let's go. Da kann man sich auch mal für feiern. Schöne Flanke von Arp. Malambi setzt sich im Kopfballduell durch. Und wir machen das 1-6 hier. Wow. 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 Ja, wie gesagt, mir fehlen die Worte für dieses Spiel. Es ist zu lächerlich gewesen, was FIFA hier wieder angestellt hat. Mvogo hat gefühlt alles rausgeholt, was ging. Und wenn nicht, wenn er das nicht gekonnt hätte, haben unsere Spieler halt schon aus Prinzip, wie gesagt, vorbeigeschossen. So hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Wir kassieren 6-1 zu Hause gegen RB Leipzig. Starkes Ding. Okay, die hatten 10 Torschüsse, wir 5. Es ist trotzdem, ihr habt ja die Chancen gesehen. So, ihr habt ja die Chancen gesehen, von Leipzig eigentlich alle gefährlichen und von uns eigentlich auch alle gefährlichen. Und wenn man die zusammenwiegt, kommt man bestimmt auf ein knappes Ergebnis als 6-1.
Wir trainieren, Bayern hat noch nicht gespielt, das heißt, wir wissen noch nicht, ob zwei Mannschaften an uns rangerückt sind in der Tabelle. Werden wir dann nach der nächsten oder beim nächsten Spiel spätestens erfahren. Ja, werden wir dann sehen. Hier seht ihr es. Im Moment nur Leipzig auf zwei Punkte rangerückt. Bayern, glaube ich, unentschieden gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt kriegen wir hier auch den Scouting-Bericht und dann können wir das Ganze auch tun, was ich vorhatte. So, der ist eh nicht gut. Den können wir nochmal durchgehen hier, wie gesagt. Und ja, dann haben wir hier 800.000. Let's go, Roberto Damian. Hat sich nochmal gelohnt, das abzuwarten. Hier nehmen wir den auch nochmal mit. Roberto Damian war nochmal gut. Und jetzt holen wir uns den ebenfalls zurück. Und den anderen können wir dann schon mal entlassen. Wobei der eigentlich noch gegangen wäre im Verhältnis. Ja, für 45.000 kann man den auch mal... Ja, okay, also wenn dann schon 2x5 Sterne wollen wir natürlich uns holen. Ich denke, das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Wir haben den ersten Double-5-Star-Scout am Start. Niklas Horn, in Deutscher ist es auch, den wir uns holen. Vielleicht haben wir jetzt Glück und der Nachrücker ist auch ein Double-5-Star. Leider nein, das ist Lucian Stan. Wir können den aber auf jeden Fall gleich losschicken und ich würde sagen, den schicken wir in die Heimat nach Deutschland. Gucken, was der da so alles finden kann. Ganz kurz, ich möchte, dass ihr euch mal das Ganze hier gebt. Wir haben ihn 6:1 aufs Maul bekommen und trotzdem haben nahezu alle Form hoch, weil wir einfach stark gespielt haben so. Wir spielen jetzt gegen Düsseldorf auswärts, beziehungsweise wir simulieren gegen Düsseldorf auswärts, sollte klar sein. In der Hoffnung, dass wir da was mitnehmen können. Natürlich müssen wir jetzt gefühlt jedes Spiel gewinnen, um nicht wieder auf die 2 zu rücken. Natürlich Leipzig kann auch noch patzen, Bayern ist immer noch 4 Punkte hinter uns. Es wäre aber trotzdem vom Vorteil, wenn wir jetzt alles gewinnen sollten, soweit es geht. Ja, schaffen wir bis jetzt absolut nicht. Wir verlieren mit 1:0 in Düsseldorf, alles klar, Digga. Also es ist heute eine echt geile Episode, muss man sagen. Leipzig hat aber auch gepatzt und Bayern hat aber gewonnen wiederum. Also Leipzig hat gepatzt, hat auch verloren. Ne, die haben unentschieden gespielt, ne? Die haben unentschieden gespielt. Bayern hat einen Sieg geholt und rückt damit auch auf einen Punkt dran. Wir bleiben allerdings vorerst noch Erster. Ja, ist halt trotzdem bitter. Wir hätten unseren Vorsprung wieder ausbauen können auf Leipzig, aber nutzen das Ganze nicht, verlieren in Düsseldorf, gegen Düsseldorf dann halt logischerweise. Ja, absolut unnötig. Nächstes Heimspiel oder nächstes Spiel jetzt zu Hause gegen Wolfsburg. Natürlich mit der gleichen Elf, wir brauchen jetzt nicht mehr groß rotieren, denn wir haben immer nur noch die Ligaspiele vor uns. Ab macht nach 2 Minuten direkt das 1:0 klar. Wir haben nur noch die Ligaspiele und da sollte eigentlich die Elf easygoing immer von Anfang an spielen können. Die A-Elf in dem Fall. Ja, Ab bringt uns mit 1:0 in Führung, es passiert sonst nichts weiter. Malambi rettet uns den Sieg mit einem Elfmeter-Tor, let's go. Davies hat es zuvor ausgeglichen. Holy shit, ey. Wir machen es hier unnötig spannend und holen uns... wieder 3 Punkte auf jeden Fall vor Leipzig. Leipzig hat wieder nur unentschieden gespielt und jetzt bin ich gespannt, was Bayern macht. Wir trainieren mal wieder. Müssen gucken, wie gesagt, was Bayern macht im Endeffekt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Denn wenn die auch nur unentschieden spielen sollten, dann sind wir bei beiden erstmal 3 Punkte. Ich meine, wir haben, glaube ich, trotzdem immer noch das schlechtere Torverhältnis im Verhältnis zu beiden. Boah, auf jeden Fall zu Leipzig. Aber es wäre ja trotzdem schon mal immerhin etwas wieder. Ein kleiner Vorsprung. Und Bayern hat gewonnen. Bayern bleibt einen Punkt an uns dran. Leute, es ist jetzt an der Zeit. Wir müssen gewinnen. Wir müssen punkten gegen Leverkusen. Hier sieht man übrigens rechts eine nice Animation mit aus dem Bus aussteigen. Habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Cool gemacht. Bayern und Leipzig haben beide gepunktet. Wir sind jetzt Dritter in der Partie. Oder von Anfang an in der Partie gehen wir als Dritter rein gegen Leverkusen. Die sind auf jeden Fall nicht unter der Top 6, wie man eben gesehen hat. Hoffen wir, dass wir das auch Ganze dann auch so safe über die Bühne bringen, wie es im Moment die Tabellensituation aussagt. Özcan verwandelt einen Elfmeter zum 1:0, Leute. Let's go. Auswärts sind aber immer eklige Simulationen. Darf man nie vergessen. Wir führen zur Halbzeit und holen uns die drei Punkte aus Leverkusen. Let's go. Wieder ausgeglichen und Pellegri kommt von der Bank und macht dann das 2:1, Leute. So will ich das sehen. Wir bleiben damit Erster. Und solange wir gewinnen, kann uns Bayern nichts anhaben und Leipzig auch nicht. Puh. Aber es geht auf jeden Fall, oder es wird in der letzten Episode auf jeden Fall um alles gehen in dieser Saison. Um den ersten Meisterschaftstitel und ich glaube generell den ersten richtigen Titel in dieser Karriere. Wir kriegen über 9 Nachrichten zusammen. Oha, wir verkaufen offenbar den guten Viktor Haber für 4,3 Millionen, gehe ich auf jeden Fall mit. Fit oder finde ich auf jeden Fall in Ordnung, 3,1 ist der Wert, über den Marktwert kriegen wir ihn weg, ist in Ordnung, ist ja der schlechteste von unseren Torhüter-Talenten oder das schlechteste Talent von unseren Torhütern,
Nach dem Bruno brauchen wir halt allerdings auch keinen weiteren Torhüter mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Wir gehen mal ganz kurz in den Scouting-Bericht rein. Der sieht ganz nice aus. Ja, Marktwert hätte besser sein können. Ist es leider nicht. Nehmen wir trotzdem mit erstmal. Ansonsten haben wir hier erstmal niemanden weiter. Und dann gucken wir uns nochmal ganz kurz. Oh, jetzt ist ja monatliche Scouting-Bericht da leider weg. Gucken wir uns den gleich nochmal an, was das dann alles so Neues für Spieler gibt. Hier ist leider noch kein neuer Scout dabei, aber wird, denke ich mal, noch in der Saison, hoffe ich auf jeden Fall. Ansonsten haben wir hier den Merelesch, der sieht ja schon mal ganz gut aus, was das Potenzial angeht, ist das auf jeden Fall mega nice, 87 bis 94. Ansonsten den Guerra, der sieht auch vom Potenzial her mega aus, die Stärke ist halt absolut wack, muss man sagen. Felipe Silveira hingegen sieht schon extrem gut aus, Potenzial absolut krank. Ist noch gerade mal 15, 58er Stärke hat er schon, von daher nice. Linden können wir weghauen, weil Keeper, Rafael Enriquez können wir auch weghauen. Den behalten wir erstmal natürlich noch, ist auch gerade mal 15, 57er Stärke bis 93er Potenzial, zwischen 83 und 93, sieht auf jeden Fall stark aus. Den guten Herrn können wir weghauen, denke ich mal. Und da überlege ich gerade, ich glaube, den übernehmen wir direkt. Das ist der, den wir aus dem spanischen Bericht nochmal bekommen haben. Der kann auch weg. Ja, das ist der aus dem spanischen Bericht. Nehmen wir auf jeden Fall ganz gerne mit. Gucken, was der gute Herr so bringt für ein Potenzial. Aber erstmal gucken wir uns die Skillstellen und so an, dass wir da nicht gespoilert werden. So, wir gehen rein. 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot ist in Ordnung. ZOM und ZM kann er spielen, ist auch in Ordnung. Mittel, niedrig, kann man mit leben, denke ich mal. Ist jetzt aber auch nicht der größte. Aber sind auf jeden Fall solide Sachen, die man mitnehmen kann, würde ich sagen. Also jetzt nothing zu schlecht. Ja, nicht so schlecht. Ein aufregender Mann für die Zukunft ist er nur. Ja, wir behalten ihn erstmal, setzen ihn auf die Leihliste, würde ich sagen. Er wechselt. Ist er denn ausgeliehen? Habe ich den verkauft? Ich denke mal, den habe ich bestimmt verliehen, oder? So, kurzer Cut. Ich bin auch heute, wie gesagt, wie ihr gemerkt habt, bestimmt schon ein bisschen verpeilt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall nehmen wir den nochmal mit und gehen weiter bis zum Spiel hier gegen Hannover und werden dann die Folge beenden, würde ich sagen. So, wir beenden jetzt die Folge. Ich gucke noch einmal nach, ob es einen neuen Scout gibt. Ich weiß halt nicht, wann es sich immer aktualisiert. Leider noch keinen. Es fehlt noch ein einziger mit Double Five, dann bin ich auf jeden Fall da auch mega zufrieden. Ansonsten beenden wir die Episode, Leute. Ihr könnt entscheiden, gegen wen sollen wir selber spielen. Gegen Hannover und gegen Gladbach. Gladbach ist im Moment auf Platz 8 und Hannover ist auf Platz 12. Ihr seht es im Hintergrund. Ansonsten werden wir dann auch in die neue Saison reingehen natürlich. Hoffentlich mit der Meisterschaft. Hoffentlich als Erster. Wir können es nur hoffen. Wie gesagt, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.